Spätere Generationen, so es sie gibt, werden es einmal kaum glauben können, dass zum Ende des zweiten Jahrtausends mitten in Europa sich zwei derart unversöhnliche politische Blöcke gegenüberstanden, von denen beide ihre wirtschaftliche Ideologie höher bewerteten als sich selber. Bedrohten sich in früheren Zeiten Armeen, so bedrohen diese heute mit ihren atomaren Sprengköpfen alle Menschen, ja alles Leben auf der Erde. Und nicht alles einmal vernichten reicht diesen Wahnsinnigen. Sie können es heute schon 100-mal und dennoch rüsten sie immer weiter. Ihre Drohung: wenn ihr uns angreift, verbrennen wir euch. Dass sie auch uns verbrennt, nehmen wir in Kauf, denn wir sind lieber tot als rot. Wir sind alle Geiseln von unsere Generäle. Sie drucken uns heute Bomben, wir Messer an die Kehle und sagen zum Russ: ja, greif nur um, du wirst das dann schon sehen. In dem Fall bringen wir Holz am um und nehmt wir Überlin. Und wer hat die Bomben zahlt? Immer der, was fragt. Stirbt manchmal als Erster, hat mir ein Vogel gesagt. Und wer sind die Hintermanner von derer Gangster bloßen? Prüf noch, wer drauf hat erd und stell dann deine Diagnosen. Wir sind alle Geiseln von unsere Generäle. Sie drucken uns heute Bomben wie Messer an die Kehle und sang zum Russ: ja, greif nur an, du wirst das dann schon sehen. In dem Fall bringen wir alles um und nehmt wird über Lenin.